Jumbo, Jumbo, meine lieben Django-Zulu-Fans. Ich spiele mit den Zulu. Wir sind in Runde 10 im Civilization Brave New World. Und es gibt nicht besonders viel zu tun. Wir können wieder mal nur unseren Krieger ein bisschen weiterziehen. Auf der Suche nach weiteren Barbaren. Irgendwie scheint keiner so richtig die Barbaren hier ins Spiel zu integriert zu haben. Ich hoffe mal, die haben nicht wirklich ohne Barbaren eingestellt. Aber das glaube ich nicht. Denn sonst wäre der ganze Ehrezweig ein bisschen Geld- und Zeitverschwendung gewesen. Naja, wir machen ansonsten weiter hier. Wir stellen fest, dass nächste Runde unser Schrein fertig wird. Hurra, in Runde 11. Damit kann ich in Runde 11 plus nochmal 9 Runden und vielleicht 12 Runden kann ich höchstwahrscheinlich mit einem Pantheon rechnen. Welches Pantheon ich dann noch wählen kann, werden wir sehen. Vielleicht nehme ich dann das Pantheon hier für die Küste, Produktion von Küstenfeldern. Vielleicht nehme ich aber auch Kultur von Weiden, vielleicht nehme ich aber auch was anderes. Kultur von Weiden hätte den Vorteil, dass ich damit die Kultur, die ich verloren habe, ausgleichen konnte. Ja, da gibt es auch nicht mehr besonders viel anderes zu machen heute. Wir können noch mal kurz auf die Punkte eingehen. Asenfürst hat einen Punkt mehr. Kandidat für eine Hauptstadt auf Stufe 3. Sharkbit hat 2 Punkte mehr. Der hat höchstwahrscheinlich die Vierer-Hauptstadt. Jemand hat nämlich schon auf eine Stadt schon auf Größe 4, 48.000. Heintchen hat sich nichts verändert, Secret hat sich nichts verändert, Torgal hat höchstwahrscheinlich Bevölkerungspunkt bekommen. Oder aber er hat auch, etwas mehr Kultur gewonnen, also ein bisschen Geländefelder. Ja, Fouché hat eine Sopo, Bragta hat höchstwahrscheinlich mit 23 hat Bragta, glaube ich, auch nur eine Technologie bekommen oder eine Sopo. Und dementsprechend, der Rest hat sich nicht verändert. Also wir haben insgesamt eine Viererhauptstadt und der zweite und der dritte haben eine Dreierhauptstadt. Und der vierte bin ja schon ich. Ja, dann hat sich ja niemand verändert auf eine Dreierhauptstadt. Wunderbar. Dann sehen wir uns demnächst wieder in Runde 11, wenn es wieder heißt Jumbo Jumbo.